In der heutigen elektronischen Zeit denkt wohl kaum einer daran, dass auch unsere Musikinstrumente, wie etwa die Ventiltrompete, einst revolutionäre Erfindungen waren. Tatsächlich baute man die ersten Ventilblechblasinstrumente erst während der Zeit der Industrialisierung, Mitte 19. Jahrhundert. Zwar experimentierte man schon länger, etwa mit Klappen, ähnlich wie bei einer Klarinette, oder Stopftechniken, um den Tonumfang über die Naturtöne hinaus zu erweitern. Wirklich zufriedenstellend waren die Lösungen aber nicht. Genau während jener Zeit, als die Ventile langsam Einzug hielten, lebte der Instrumentenbauer Adolf Sachs. Vielen dürfte er als Erfinder des Saxophons bekannt sein. Was aber weniger bekannt ist, er hat auch die heutige Brassband wesentlich mitgeprägt. Nebst dem Saxophon baute Adolf Sachs nämlich auch eine ganze Reihe von Blechblasinstrumenten, die sogenannten Sachshörner. Zu dieser Instrumentenfamilie gehören nicht nur die Vorläufer des heutigen Tenorhorn oder des Euphoniums, sondern auch eine wichtige neue Erfindung. Alle die Sachshörner besaßen erstmals standardisiert drei Ventile und konnten somit nach den genau gleichen Noten gespielt werden. Was für heutige Blechbläser völlig logisch erscheint, war um 1840, als die ersten Ventile aufkamen, noch lange kein Standard. So ist es sogar möglich, dass auch heutige Musiker noch ohne großes Umlernen auf den Sachshörnern von damals spielen können. Ein Forschungsprojekt der Hochschule der Künste Bern in Zusammenarbeit mit der Schweizer Militärmusik hat sich zum 200-jährigen Geburtstag von Adolf Sachs im Jahr 2014 intensiv mit den Sachshörnern befasst. Das Ziel des Forschungsteams war es, sowohl mit den Originalinstrumenten als auch mit der Originalmusikliteratur eine Kavalleriebrassband nachzustellen, wie sie in der französischen Armee um 1860 Norm war. Adrian von Steiger, der Leiter dieses Forschungsprojekts, nimmt es vor allem Wunder, wie denn diese Urbrassband damals getönt hat. Tonaufnahmen aus jener Zeit gibt es ja noch keine. Zum Glück wurde damals aber vieles handschriftlich festgehalten, etwa wo welche Stücke aufgeführt und in welchen Besetzungen gespielt wurde. Und zusätzlich kommt, dass man aus den Schulen und anderen Berichten, aber hauptsächlich aus den Instrumentalschulen, wissen, wie damals jemand ist, gespielt wurde, artikuliert wurde, was laut und leise bedeutet hat. Dass es etwas ganz anderes ist als heute. Und das versuchen wir nachzustellen. Bis ins kleinste Detail wurde die Formation mit originalen historischen Instrumenten ausgestattet. Sogar die Mundstücke sind dieselben wie vor 150 Jahren. Dazu wurde aber auch auf die richtige Spielweise geachtet. Besonders viel Wert wurde zum Beispiel auf die historische französische Artikulation gelegt. Ob die Musik damals wirklich genau so getönt hat, lässt sich trotzdem nur sehr schwer sagen. Das ist natürlich eine zentrale Frage. Was ist historisch informierte Aufführungspraxis? Das ist ja nicht ganz neu, das macht man mit Streichinstrumenten, mit Cembali. So. Und wir müssen sagen, das ist nicht die Musik, wie sie dann war. Einfach weil wir unsere Ohren etwas ganz anderes gewöhnt sind, weil unser Leben etwas ganz anderes ist als dann, wo eine Militärmusik am Mittwoch und am Sonntag im in Garnisonsstadt, über ganz Frankreich, 144 Städte, wo so eine Musik stationiert war, die hat zweimal in der Woche gespielt, das war ein Ereignis. Zu Zeiten, wo es noch kein Radio gibt, wo es ganz selten Konzerte gibt. Das war etwas ganz anderes. Darum kann man sagen, das ist nicht authentisch wie damals. Weil wir sind schon mal anders. Und nachher sind die Instrumente auch etwas gealtert. Die sind 150-jährig, restauriert, die sind fit natürlich, aber trotzdem. Sie sind nicht so fit, wie wenn sie neu sind. Aber wir versuchen es sehr anzunähern, wie es damals war für einen Musiker. Die Welt veränderte sich tatsächlich ziemlich in den letzten 150 Jahren. Rund 4 Monate vor dem ersten öffentlichen Auftritt trafen sich die Musiker zum ersten Mal für eine Probe in der Kaserne Bern. Relativ selbstverständlich reisen die meisten Musiker mit den öffentlichen Verkehrsmitteln aus der ganzen Schweiz an. Um 1850, als die ersten dieser Instrumente gebaut wurden, wäre dies aber bestimmt noch nicht möglich gewesen. Schließlich hat Bern zu jener Zeit noch nicht mal einen Bahnhof gehabt. Eine so große Brassformation in der Besetzung jener Zeit gab es wohl weltweit noch nicht in diesem Jahrtausend.
Viele der beteiligten Musiker spielten deshalb zum ersten Mal auf so einem historischen Instrument. Dies ist gar nicht so einfach, wenn man sich moderne Instrumente gewohnt ist. Vor allem die historischen Mundstücke machen sogar dem ein oder anderen erfahrenen Berufsmusiker ziemlich zu schaffen. La grande différence est le soutien. Il n'y a pas la même résistance dans ce type d'instrument que dans une trompette normale. On doit beaucoup plus souffler. L'intonation est aussi très différente. Il y a parfois la technique aussi. Par exemple, cette trompette qui a des clés en plus des pistons. Dieses Instrument nennt sich übrigens Contralto Saxhorn. Nebst den Ventilen ist dieses Instrument auch noch mit Trillerklappen ausgestattet. In einer Kavalleriemusik wurden diese Trillerklappen aber nur sehr selten gebraucht. In Solostücken wurden diese Klappen aber sehr oft eingesetzt, wie dieses Beispiel zeigt. Einer, der zum ersten Mal so ein historisches Instrument in der Hand hält, ist Urs Itin. Also das Instrument spiele ich wirklich nur für das Projekt. Sonst bin ich am Trompeten studieren, aber das ist halt moderne Trompete. Vom Instrumentenbau her ist es viel anders und intonationstechnisch ist es auch verschieden zu der modernen Trompete. Oder die Töne stimmen natürlich nicht so. Oder es ist einfach ein noch mehr ist es daran gewöhnen, vielleicht. Da die historischen Blechblasinstrumente meist weniger zentriert gebaut sind, als wir das heute gewohnt sind, ist die Intonation sehr flexibel und muss durch den Bläser geführt werden. Zwar ist eine moderne Trompete gar nicht viel anders aufgebaut wie dieses historische Saxhorn, gerade so Dinge wie zum Beispiel, wie mit der Intonation umzugehen ist, müssen aber geübt werden. Deshalb haben alle Musiker auch noch Einzelunterricht bei Christian Kovacs, einem führenden Spezialisten für das Spiel auf historischen Blechblasinstrumenten. Du hörst, dass das wirklich ganz, ganz vorne, ganz vom Schallstück weg. Also die Artikulation ist wirklich, bleibt nicht hier, sondern einfach, das kommt raus. Ähnlich wie bei den Trompeten sieht es auch beim Euphonium aus. Zwar hält man das Saxhorn eigentlich genau gleich und drückt auch die meisten Töne genau gleich wie bei einem modernen Euphonium. Unsere modernen Instrumente sind aber um einiges präziser gebaut. Auch in der Weiterentwicklung der Ventile hat sich einiges getan. Das ist dann ein weiterer Punkt, wo sich die Musiker umgewöhnen müssen, dass sie die Ventile mit den Fingern richtig abdämpfen beim Spielen. Ja, im Vergleich zum modernen Instrument natürlich schon, den zum Anfang schon recht bescheiden. Sehr eng euch. Und mehr Luft vertont zum Teil. Aber ja. In einer Gesamtprobe wird dann alles zusammengesetzt. Immer wieder erklärt dabei Adrian von Steiger, wie zu Zeiten von Adolf Sachs musiziert wurde, damit die Musiker dies 1:1 umsetzen können. Die Forscher der HKB sind während ihren Arbeiten zu Adolf Sachs zu einem erstaunlichen Ergebnis gekommen. Laut den HKB-Forschern ist Adolf Sachs nämlich nicht nur Vater von verschiedenen Instrumenten, sondern auch Vater von der heutigen Brassbandbesetzung. 1845 gab es beim französischen Militär eine große Reorganisation. Dabei wurde die Kavallerie mit diesen Sachshörnern ausgerüstet. In einem Wettbewerb setzten sich die damals sehr modernen Sachshörner gegen die Klappeninstrumente und ventillosen Trompeten, wie sie damals noch üblich waren, durch. Mit der Einführung der neuen Instrumente wurde aber auch gleich eine neue Besetzung eingeführt. Eine Besetzung, die sich bis heute fast nicht verändert hat und noch immer aktuell ist. So ist die Aufteilung der verschiedenen Instrumente in der modernen Brassband tatsächlich fast identisch mit jener aus dem 19. Jahrhundert. In den Werkstätten von Adolf Sachs wurde damals viel experimentiert und entwickelt. Bis zu 80 Angestellte hatte seine Pariser Firma damals. Unter Sachs Erfindungen befinden sich allerdings auch Instrumente, die sich nicht durchsetzen konnten, wie auch zum Beispiel dieses sechsventilige Instrument. Adolf Sachs war sehr einflussreich,
Neben seiner Instrumentenbaufirma hatte er auch die Leitung der Bühnenmusik der Opera in Paris. Dies gab ihm natürlich die Möglichkeit, seine Instrumente auch dem Opernpublikum auf der Bühne zu zeigen. So kommt es, dass die Militärmusiker jetzt auf ihren Sachshörnern auch Kompositionen von Opernkomponisten wie etwa Verdi spielen, welche damals für die Pariser Oper geschrieben wurden. Mittlerweile sind wir in der letzten Probe vor dem ersten öffentlichen Auftritt dieser Neuzeit-Sachsbanda angekommen. Obwohl sich diese Formation über 4 Monate hinweg jetzt immer wieder zum Proben traf, beginnt erst jetzt die eigentliche musikalische Probe. Bis jetzt wurde sehr viel Zeit nämlich auch immer wieder gebraucht, um sich überhaupt an die alten Instrumente und den Klang zu gewöhnen. Also es ist einfach ein Unterschied, ob man mit dem Alten spielt und mit dem Neuen, weil es klanglich völlig etwas anderes sein sollte. Und man hat die Klangvorstellung vom neuen Instrument natürlich, wo man die ganze Zeit spielt. Und jetzt sollte man so ein bisschen den alten Stil mit dem anderen Instrument herbringen. Im Kornettregister sitzt auch immer noch Urs Itin. Zwischenzeitlich hat er sich aber schon gut an sein historisches Instrument gewöhnt. Und spielte auch außerhalb der Sachsbanderproben, auf diesem, anstatt auf seiner modernen Trompete. Also ich habe das Instrument mehrere Mal gebraucht daheim, um es wirklich auszuprobieren, wie jetzt das funktioniert und auch reagiert. Je nach Gefühl, da, wie lange ich gespielt habe. Und so. Das ist schon sehr ein Unterschied zum modernen Instrument. Ja. Trotzdem ist jedoch einmal mehr das Mundstück das Problem. Weil einfach das Mundstück ist einfach flach oben dran. Also es ist nicht wirklich rund, wie jetzt die modernen sind. Und das macht schon anstrengend. Dirigiert wird das Orchester von Oberst Philipp Wagner von der Militärmusik. Also was das Schöne ist und das Gute, was die Vorbereitung anbelangt, die Musik, die man behandelt, das ist wirklich Musik, die man einfach vom Bauch aus automatisch spürt. Das ist mal das eine. Also ich muss nicht so lange Analysen machen, wo gehen die Phrasen durch und alles. Hingegen, was halt unbekannt ist für mich und für viele auch, weil es keine Aufnahmen gibt von gewissen Stücken, wie ist das gemeint gewesen? Weil es sind ganz, ganz wenige Angaben bezüglich Artikulation, Dynamik teilweise, aber auch Tempi, wo man ein bisschen ausprobieren muss, was macht am meisten Sinn. Auch in dieser Zeit halt, ist sehr viel mit Agogik geschafft worden, Ritterdandi, die plötzlich eingeschoben werden, und das muss man ein bisschen ausprobieren. Also, darum ist es auch hier wirklich, man kann ein Partiturstudium machen, aber nachher in der Probe merkt man, es geht doch nicht so, wie man es vorgestellt hat. Also es ist mehr wirklich ein Auseinandersetzen mit der Literatur, die man halt heute leider nicht mehr kennt. Zwar ähnelt diese Besetzung von 1860 schon sehr einer modernen Brassband. Ein paar Unterschiede gibt es dann aber doch. Der wesentlichste Unterschied zur heutigen Brassband finden wir im Sopranbereich. Um 1860 standen sich hier noch 2 unterschiedliche Klangfarben gegenüber, nämlich die der 4 Contralto-Sax-Hörner und die der 2 Kornetts. Die Contralto-Sax-Hörner übernahmen eher die Tutti-Stellen und hatten somit etwa die Funktion der ersten Geige im Orchester. Die Kornetts übernahmen mit ihrem hellen Klang dafür eher die solistischen Stellen. Heute ist das Contralto-Sax-Horn durch das Flügelhorn ersetzt worden, welches auch eine ganz andere Funktion nicht mehr so nah an der ersten Geige erhalten hat. Dafür übernimmt heute das Kornett die Funktion der ersten Geige und wurde sogar noch erweitert auf Solo-Kornett 2 und 3. Die 3 Saxhorn-Basses, 2 Baritone und 4 Alto entsprechen etwa der heutigen Besetzung der Euphonien, Baritone und Althörner. Die 2 Saxhorn-Kontrabass in S und B entsprechen den heutigen Tubas. Die damaligen tiefen französischen Trompeten wurden zur heutigen Repiano-Stimme. Die Sopransaxhörner in Hoch S zum S-Kornett. Zur Formation gehören aber auch 3 Posaunen und 3 Schlagzeuger, welche ebenfalls auf historischen Instrumenten spielen. Diese Besetzung ist bis heute vertraut. Damals war sie revolutionär. Nach monatelanger Probe- und Vorbereitungsarbeit tritt die Neuzeit-Sachsbanda nun endlich zum ersten Mal öffentlich auf.
Auf dem Programm steht ein Konzert im Theater National in Bern. So kurz vor dem Konzert sind die Musiker dann vor allem gespannt darauf, wie wohl das Publikum auf die Klänge der Sachshörner reagieren wird. Ab und an klingt es für heutige Hörgewohnheiten nämlich schon fast etwas schräg. Aber das Gute ist auch hier, wenn ich mit einer Brassband, mit einer modernen Brassband oder mit einem modernen Blasorchester im Konzertsaal spiele, dann kann ich davon ausgehen, dass ein rechter Teil des angefressenen Publikums daheim CD-Aufnahmen hat, Hochglanzaufnahmen, sage ich mal, und die vergleichen einen Knallhart. Und bei uns gibt es nichts Vergleichbares. Das ist einmalig, ein Orchester, ein ganzes Orchester, also eine Ur-Brassband eigentlich. Man kann nicht vergleichen. Dafür ist es so, am Anfang, das Publikum wird sicher sein, hallo, das sind doch jetzt Top-Musiker, wieso tönt das jetzt so komisch, einfach anders, gewöhnungsbedürftig. Aber weil man das Konzert auch ein bisschen einführen so und begleiten mit wissenschaftlichen Erklärungen, dass es interessant ist, nicht trocken wie natürlich, denke ich, ist das auch so, dass es die Leute verstehen, dass es wirklich darum geht, einen anderen Klang zu hören, den man halt nicht mehr kennt. Es gibt auch keine CD-Aufnahmen davon, logisch. Gespielt wird auch Literatur von Komponisten, die schon länger etwas in Vergessenheit gerieten, wie etwa Charles-Alexandre Fessy oder Johann-Georg Kastner. Dieses Konzert ist jedoch noch nicht der Höhepunkt. Bevor die Sachsbande dann wieder aufgelöst wird, werden nochmals alle Instrumente verpackt. Das ganze Orchester wurde nämlich nach Brüssel eingeladen. Adolf Sachs verbrachte zwar einen erheblichen Teil seines Lebens in Paris, geboren wurde er aber ursprünglich in Belgien, worauf er dann auch mehrere Jahre in Brüssel lebte. Zum 200-jährigen Geburtstag 2014 veranstaltete Brüssel deshalb eine große Ausstellung über Adolf Sachs. Und zur Eröffnung dieser Ausstellung spielt nun niemand anders wie unsere Sachsbanda. Noch immer ist Adolf Sachs hier in Brüssel eine sehr prominente Persönlichkeit. So findet das Konzert dann auch an keinem anderen Ort wie der Église Jacques-sur-Gottberg am Place du Royal statt. Hier wurden bereits mehrere Mitglieder der belgischen Königsfamilie getauft. Es ist eine eher seltene Angelegenheit, dass eine militärische Formation für solche Auftritte ins Ausland reist. Dieses Konzert steht deshalb auch unter dem Patronat des Schweizer Botschafters. Kurz vor dem Konzert werden die Musiker dann aber doch nochmals etwas nervös. Die große Kirche ist bis fast auf den letzten Platz voll. Nebst militärischen Funktionären aus Brüssel und Paris ist aber auch die belgische Prinzessin Astrid und der bekannte zeitgenössische Komponist Jan van der Roost im Publikum.